Hallo liebe Kinder, ich freue mich so, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, dass wir heute eine Menge Neues lernen. Habt ihr schon mal im Urlaub eine Sandburg gebaut? Wie lange ist die stehen geblieben? Meistens bleibt die nicht sehr lange stehen. Und wer ist schon mal bei einer Burg geblieben? Die sind von Steinen gebaut. Die bleiben meistens hunderte von Jahren bleiben sie stehen, ganz fest. Die Geschichte, die wir heute hören, handelt sich auch von Sand, ein Haus von Sandbaum und ein Haus von Stein. Okay, wollen wir jetzt noch zusammen beten? Wie immer schließen wir unsere Augen und falten unsere Hände. Lieber Herr Jesus, danke für diesen Tag, danke, dass wir auch diese Online-Kinderstunde machen dürfen. Hilf dir, dass was immer wir heute lernen, dass wir es auch können in unser Leben anwenden und ausleben. Und bitte seid auch weiter mit uns durch diese kommende Woche. Amen. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Und der Regen kam herab. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Doch das Haus auf dem Fels blieb stehen. Der Nachbar hat auf Sand gebaut. Der Nachbar hat auf Sand gebaut. Der Nachbar hat auf Sand gebaut. Und der Regen kam herab. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Der Regen fiel und die Flut kam hoch. Und das Haus auf dem Sand fiel um. So baut ein Haus auf dem Herrn Jesus Christ. So baut ein Haus auf dem Herrn Jesus Christ. So baut ein Haus auf dem Herrn Jesus Christ. Und der Segen strömt herab. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. Der Segen strömt herab und Gebet steigt auf. So baut ein Haus auf dem Herrn. Hallo liebe Kinder, die Geschichte für heute wird ein Gleichnis sein. Weiß jemand von euch, was ein Gleichnis ist? Habt ihr schon mal davon gehört? Ja, genau. Ein Gleichnis ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Es ist oft eine einfache, interessante Geschichte, aber es ist noch viel mehr. Es hat eine tiefe geistliche Bedeutung für dich und auch für mich. Dieses Gleichnis für heute ist am Ende von der Bergpredigt aufgeschrieben. Nach einer langen Predigt wollte Jesus noch sicher machen, dass die Menschen würden wissen, dass Hören allein nicht genug ist. In Lukas 6 sagt Jesus: Warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut doch nicht, was ich euch sage? Und danach fing Jesus das Gleichnis an. Dieses Gleichnis handelt sich um zwei Männer, zwei Baumeister. Der eine ist der kluge Baumeister. Er war sehr weise. Der andere aber war der törichte Baumeister. Er war unweise, er war dumm, er war töricht. Und diese beide aber hatten die gleiche Idee. Sie wollten ein Haus bauen. Komm, wir schauen uns erstmal an, der kluge Baumeister. Wie wird er sein Haus bauen? Er war sich sicher, er wollte ein sicheres, ein starkes Haus bauen. Und er ging wahrscheinlich rum und wollte schauen, wie oder wo kann er sein Haus bauen. Und womit fängt man an, wenn man ein Haus bauen will? Was ist das Erste? Fängt man beim Schornstein an, bei den Fenstern? Nein. Wie fängt man an? Ja, zuerst macht man das Fundament, den Grund. Heutzutage wird das oft mit Zement oder so gemacht. Und er hat überlegt,
was ist der höchste, der beste Grund, den er machen kann. Und es kann sein, dass er sich angeschaut hat, Sand, das wäre leicht dort zu bauen. Aber ist das wirklich das Beste? Nein, er hat gesagt, ich will etwas Sicheres. Und was denkt ihr Kinder, was ist das Härteste, was es auf unserer Erde gibt? Das ganz härteste Material. Ja, der Diamant. Ne? Aber etwas noch Hartes, das vielleicht nicht ganz so teuer ist, ist ein Stein, ein Felsen. Und das ist, wofür sich der kluge Baumeister entschieden hat. Er hat gesagt, da will ich mein Haus bauen. Das war aber gar nicht so einfach. Der fing an zu graben, musste tief arbeiten, tief graben, in der Hitze wahrscheinlich, bis er endlich seinen Stein, seinen Felsen gefunden hat. Er sagte, hier will ich mein Haus bauen. Dies wird sicher halten, wenn ein Sturm kommt. Also fing er an zu bauen. Sein Häuschen baute. Und bald war sein Haus dann auch fertig. Es war nicht leicht gewesen, das zu bauen, aber er war froh. Jetzt schauen wir mal, wie der törichte Baumeister. Er hat sich das angeschaut und gedacht, ach, kluger Baumeister, das ist bloß viel zu viel Arbeit, wie du da geschwitzt hast in der Sonne. Ich denke, ich werde mir was anderes suchen, etwas Leichteres. Also ging er sich ein anderes Fundament suchen. Und er entschied sich dann, wie wäre es mit Sand? Er sah den Sand und er dachte, oh, hier muss ich gar nicht mal graben. Hier werde ich mein Haus bauen. Das wird nicht so schwierig sein. Und auch er fing an, sein Haus zu bauen. Er musste auch arbeiten, aber das war lang nicht so schwierig wie beim klugen Baumeister. Wahrscheinlich in viel kürzerer Zeit war auch sein Häuschen fertig. Und was denkt ihr, liebe Kinder? Sind da große Unterschiede zwischen diesen Häuschen? Wir schauen uns die an. Ja, das eine hat ein gelbes Dach, das andere das blaue. Aber eigentlich sehen die doch sehr ähnlich aus, ne? Fast ganz gleich. Was ist aber der eine große Unterschied? Könnt ihr es erraten? Was ist der Unterschied? Das ist nicht das Fundament. Der eine hat auf starkem, stabilem, schweren Stein gebaut und der andere krümeligen Sand. Aber die Geschichte, Jesus erzählte weiter. Er sagte, ein Tag kam ein, was kam jetzt genau? Ein Sturm. Ne? Wir lesen das in Lukas 6 und auch in Matthäus 7. Wir lesen das ein Platzregen kam und auch ein Wind fing an zu stürmen. Also ich werde eure Hilfe hier brauchen. Komm, wir schauen mal. Ein Sturm kam bei beiden Häusern. Schauen wir uns aber erstmal an, was passierte bei dem klugen Baumeister. Hilft ihr mir? So, wir lesen, das Wasser kam hoch, der Platzregen fiel und der Wind. Wollt ihr mitpusten? Es regnete, es stürmte. Wollt ihr noch mehr Wind? Noch mehr. Es stürmte, aber was passierte mit dem Haus? Er war sicher, ne? Das Haus blieb stehen. Das Gleiche kam aber auch beim törichten Baumeister. Hebt ihr mal wieder mit? So, ihr lest, das Wasser kam hoch, der Platzregen fiel. Hört ihr? Und am Anfang schien gar nicht mal so viel zu passieren. Er dachte, okay, es ist sicher. Aber auf einmal merkt er, nein, was passierte hier? Sein Grund fing an und wir lesen, oh nein, was ist passiert? In der Bibel lesen wir, der Einsturz war gewaltig. Unser armer, törichter Baumeister ist ganz nass. Sein Haus ist komplett zerstört.
Das war das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Jetzt ist aber noch die Frage, was bedeutet das für uns? Wenn wir uns mal anschauen, welcher Baumeister würdest du lieber sein wollen? Der kluge Baumeister oder der törichte Baumeister? Ja, ich bin mir ganz sicher, du würdest lieber der kluge Baumeister sein wollen, ne? Sicher im Haus und dass dein Haus stehen bleibt. Jetzt ist die Frage, wie können wir kluge Baumeister sein? Wie kannst du ein kluger Baumeister sein? Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie auch tut, der ist der kluge Baumeister. Auch wenn der Sturm kommt, dann wird sein Haus stehen bleiben. Weiter sagt er aber auch, wer meine Worte hört und nichts tut, der ist wie der törichte Baumeister. Wenn der Sturm kommt, dann stürzt das Haus ein. So, wenn wir in der Sonntagsschule sind, vielleicht in der Online-Kinderstunde, wenn unsere Eltern uns von der Bibel erzählen, in Gottesdiensten sind, dann sind wir am Hören. Dann hören wir von Gottes Wort. Jetzt ist die Frage, tun wir es auch? Ein Prediger erzählte mal eine Geschichte von einem jungen Mann, der sehr viel Ähnlichkeiten hatte mit dem klugen Baumeister. Er war mal in Afrika und die hatten Evangelisationsversammlung. Die hatten dort ganz viel aufgestellt und jeden Abend waren dann da Botschaften, Predigten, Gottes Wort wurde erklärt. Und der junge Mann, der afrikanische junge Mann, saß dort und hat ganz dolle zugehört. Ganz aufmerksam war er. Aber der Prediger fing an zu erklären, er kam zu dem ersten Punkt von der Predigt und auf einmal merkte er, der junge Mann, der steht auf und der läuft die Kirche raus. Der hat sich ein bisschen gewundert, aber naja. Ich weiß nicht genau, was los war. Den nächsten Abend fängt er wieder an. Er erklärt, was Jesus will, dass wir machen sollen. Dann auf einmal steht der gleiche junge Mann wieder auf und läuft die Kirche raus. Und dem war es jetzt doch schon ein bisschen komischer. Dritter Abend, dasselbe passiert. Da sagt er, er entschied sich einfach, er wird den jungen Mann mal fragen, was los ist. Und der junge Mann, der sagte mit strahlenden Augen, och, weißt du, Gottes Wort redet so stark zu mir. Ich weiß, wenn du davon redest, dass ich etwas nicht tue, was Jesus will. Deshalb, ich stehe einfach auf und ich laufe raus und ich fange sofort an zu tun, was ich von Gottes Wort gelernt habe. Der Prediger, der musste ein bisschen schmunzeln. Aber könnt ihr sehen, wie viele Ähnlichkeiten der junge Mann hatte mit dem klugen Baumeister? Er hörte und er tat auch, was Gott von ihm wollte. Wenn wir in der Sonntagsschule lernen, dass wir unseren Eltern gehorchen sollen, dass wir andere so behandeln sollen, wie auch wir würden behandelt werden wollen, dass wir auch die Menschen lieben, die Kinder lieben, die vielleicht nicht so lieb zu uns sind. Wir hören das am Sonntag oder in der Bibel. Tun wir es aber auch am Montag, am Dienstag in der Woche. Jesus will, dass wir es auch ausleben. Und das ist auch, was ich euch wünsche, dass ihr werdet so wie dieser junge Mann, so wie der kluge Baumeister sein. Noch ein Ding, was wir können von diesem Gleichnis lernen, ist, worauf wir unser Leben bauen wollen. In 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir, dass es kann keiner einen Grund legen, welcher schon gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn wir unser Haus, unser Leben bauen wollen, dann wollen wir das auch auf Jesus machen. Wir wollen uns nach ihm richten. Wir wollen das tun, was er sagt, es hören, aber es auch tun. Wenn wir das auf Jesus Wort, Gottes Wort machen, dann werden wir auch, wenn Stürme kommen, standhalten können. Wenn vielleicht Probleme in der Familie werden sein, wenn Probleme in der Schule, mit Freunden, vielleicht haben wir Angst, vielleicht kommen Verfolgungen. Wie wir sehen, der Sturm kam in dem Leben von diesen beiden Baumeistern. Jetzt ist die Frage, wenn wir auf Jesus gebaut haben, dann werden wir standhalten können. Nicht, wenn wir auf unsere eigenen Gefühle oder auf andere Menschen Ideen bauen, sondern wenn Jesus unser Halt ist, dann werden wir bestehen können. Und
Dieses wünsche ich auch von Herzen euch, dass wir würden unser Haus, unser Leben auf Jesus bauen. Wir möchten jetzt auch noch einen Vers dazu lernen. Seid aber Täter des Worts und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Jakobus 1, Vers 22. Wollen wir dann noch einmal alle zusammen aufsagen? Seid aber Täter des Worts und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Jakobus 1, Vers 22. Also dann wollen wir noch einmal alle zusammen beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir auch wieder diese Geschichte hören durften. Hilf dir, dass wir in unser Leben auch würden auf dem Fels bauen und nicht auf Sand. Hilf dir, dass wir würden ausleben, was wir hören, aus dein Wort, was immer wir lernen. Hilf dir, dass wir es auch könnten für dich tun, dass wir würden unser Bestes geben, auch in der Schule oder wo immer wir sind, sodass wir können dir wohlgefällig leben. Und bitte seid auch weiter mit uns. Amen. So, an dieser Stelle möchte ich mich dann bei euch verabschieden und wünsche euch alle eine sehr schöne Woche. So, jetzt singen wir noch das letzte Lied.